Ja. Eigentlich bin ich Kriminalbiologe, aber wie es sich für Patenbrigadisten gehört und deren Freunde und Fans, ja, habe ich ein paar Meldungen rausgesucht, die zeigen, dass es auf Baustellen nicht immer nur so schön zugeht, wie man meinen könnte. Also mit Gefahrstoffen, Bauanleitungen, Krandrehtürmen, einem Kasten Bier und zerschmetterten Synthesizern, sondern es kann auch richtig gefährlich zugehen. Das fällt zwar eigentlich gar nicht in mein Ressort, denn ich sammle ja sonst nur Kot, Sperma, Haare, Speichel, Urin und Insekten ein. Ja. Aber man kann ja nie genug vor Gefahren warnen. Deswegen habe ich mal einige Meldungen rausgesucht, die zeigen, dass man an der Baustelle nicht nur von herabstürzenden Steinpaletten, sondern auch vom Blitz oder von einer Walze, die auf einen drauffällt, durchaus getötet werden kann. Vorsicht auf Baustellen. Tödliche Unfälle auf Baustellen sind relativ bizarr häufig, denn die meisten Fehlerquellen sind ja bekannt und die Berufsgenossenschaft wird versuchen, die zu vermeiden. Ich lese aber trotzdem mal ein paar Meldungen vor, wo man sehen kann, dass das Schicksal einen doch einholen kann. Genau.